Spiel wie erwartet. Ich glaube, Neckarsulm war auch richtig gut im Spiel, gerade erste Halbzeit. Und wir haben gut angefangen, sind früh in Führung gegangen, aber es war immer ein spannendes Spiel. Es ging hin und her. Und ich glaube, zweite Halbzeit haben wir es dann richtig gut gemacht. Hinter Neckarsulm habe ich schon richtig hintereingedrückt. Und ja, wir haben Geduld eigentlich bewiesen, immer wieder Chance rausspielen, aber leider ist es Tor nicht gelungen. Und Neckarsulm war wie erwartet, sie sind alles reingehauen, sind sehr kompakt gestanden und sehr schwer gemacht. Und die Chance, wo wir Ketten heute, sind dann leider nicht reingegangen. Ich hatte eigentlich immer ein gutes Gefühl, weil wir waren echt gut im Spiel in der zweiten Halbzeit und habe immer gedacht, wir kriegen vielleicht noch die eine Chance und drücken dann doch nein über die Linie, aber es war halt leider nicht so, aber ich denke mal, die Leistung war okay. Ja, es sind immer enge Kiste, ob in Neckarsulm oder hier, es geht immer hin und her. Man kennt sich auch gut, ich glaube, jeder weiß ein bisschen, was auf ihn zukommt und deswegen sind die Spieler so, dass man da immer, dass es immer ausgeglichen ist und war heute natürlich auch wieder so und ich glaube, ja, für die Zuschauer echt interessant ist und auch, denke mal, ganz ordentliches Oberligaspiel. Ich glaube, heute hat man es gesehen und am Mittwoch, das wird Woche zu Woche, wird es brutal hart. Man muss hier um jeden Zentimeter, um jeden Punkt kämpfen. Und ich glaube, da muss erstmal mal 5-6 Wochen rumgehen, bis man da wirklich die Tendenz. Wir versuchen dann die Leistung anzuknüpfen und hoffen dann, dass wir eher in der ersten Hälfte der Tabelle sind. Ja, es geht mit dem Ergebnis auf jeden Fall nicht. Ja, aber mit der Mannschaftsleistung kann man zufrieden sein. Und auch, wir müssen die Tore machen auf jeden Fall. Und auch das Gegentor dürfen wir eigentlich normalerweise nicht kriegen. Da haben wir uns blöd angestellt. Darf normalerweise nicht passieren. Moin Moin. Wir waren gut drin, die ersten 25, 30 Minuten. Dann haben wir es mal für 5 bis 10 Minuten schleifen lassen, wo wir dann auch das Gegentor bekommen haben. Und dann zweite Halbzeit waren wir sau bemüht. Ich glaube, die Chancen waren definitiv da, um noch das zweite, wenn nicht sogar das dritte oder das vierte Tor zu machen. Aber da müssen wir einfach, da müssen wir konsequenter sein, dass wir das Ding dann machen. Eindrucksvoll, das war ein Spiel auf ein Tor mit wahnsinnig vielen Torchancen auf unserer Seite. Heute haben wir halt nicht das Glück haben dürfen, aus der Vielzahl der Tormöglichkeiten das entscheidende Tor zu machen. Umso früher du das machst, kann es sogar hinterher recht deutlich werden. Ja, an der Leistung gibt es nichts zu mäkeln. Es ist einzig und allein die Tatsache, dass man aus der Vielzahl der Möglichkeiten halt kein Tor gemacht hat, kein weiteres. Also insofern war es eigentlich nur eine Fortsetzung dessen, wie man Waldorf aufgehört hat. War jetzt keine wirklich klassische Umstellung, wo man sich dran gewöhnen musste. Deswegen hat es auch von Beginn an funktioniert. Ja, wir haben viele Spieler verloren, also eigentlich alle. Natürlich waren die auch auffällig, weil sie als Binde geht zwischen Abwehr und Sturm dargestellt haben und auch viele Wege gehen musste, viele Zweikämpfe bestreiten musste, das auch bravourös gemacht haben bis zur letzten Sekunde und trotzdem auch mal für das Spielaufbau verantwortlich war. Ja, war prima. Schade, dass man vor allem in Person vom Daniel Effatlis, ich habe nicht belohnen können bei dem schönen Pass vom Leo Nesirei. Wenn man das 2-1 macht, das wäre sicherlich dann für uns die Erlösung gewesen und sein verdienter Lohn, aber hat heute nicht so den Sein. Mit dem Ergebnis zufrieden, mit der ersten Halbzeit zufrieden, mit der Einsatzbereitschaft, der Leidenschaft meiner Spieler zufrieden. Natürlich, auch das werden sie anspielen, dass aufgrund der 2. Halbzeit der Punkt dann ein bisschen glücklich ist. Das stimmt definitiv, da war Nötting klar besser. Aber wichtig finde ich, wie wir uns dann nach unserem Auftaktspiel, wie wir dann in die Bälle reinwerfen und den Punkt uns dann erkämpft haben, da bin ich dann schon wieder zufrieden. Und deswegen sage ich auch, ist er für mich verdient, neutral betrachtet, nochmal, hat Nötting gerade aufgrund der 2. Halbzeit die besseren Chancen, hätte das Spiel gewinnen müssen. Was wie ein Feuer in uns brennt, FCM.